Willkommen zurück zu Splatoon 3. Und am Himmel erkennt man schon, dass so langsam aber sicher die Vorbereitungen für das Splatfest vollendet sind. Denn schon, ja, in der Nacht von heute auf morgen geht es los. Ja, ich hoffe, ihr habt bereits eure Seite gewählt und genug dieser Muscheln gesammelt, um in der Vorrunde schon mal zu punkten. Naja, wir spielen heute wieder ein bisschen Splatoon 3 Online-Modus und mal schauen, was so auf uns zukommt. Und wir spielen heute ein bisschen Revierkampf. Ja, wir sweaten nicht im Ranked, sondern bereiten uns schon mal mental auf das Splatfest vor. Und wie immer gibt es natürlich morgen eine Splatfest-Folge. Und normalerweise bin ich so, quasi wenn die Folge online gegangen ist, dann nach 10 Minuten so auch live auf Twitch, wo ihr dann gerne auch mitspielen könnt. Wie gesagt, mit der Voraussetzung, dass ihr natürlich im Team Spice seid. Spicy, nicht Spice. Spice ist was anderes. ja, dann nochmal kurz zu gestern. Da kam ja kein Video. Lag daran, dass random Besuch kam. Ich wollte gerade eine Aufnahme starten und schon war Besuch da. Ja, da wurde ich dann natürlich ein bisschen gestört und konnte dann nichts mehr so wirklich hochladen. Und ich hoffe, ich klinge heute nicht zu kratzig. Weil irgendwie fängt meine Stimme an, ja, ziemlich kratzig zu werden. Ich weiß nicht. Kommt da eine Erkältung auf mich zu? Ich hoffe nicht. Aber, ja. Merkwürdiges Gefühl im Hals gerade. So, wo schmeiß ich das hin? Einfach mal da. In der Hoffnung, jemanden zu treffen. Haben wir jemanden getroffen? Yo, sehr gut. Er hat beides gekriegt. Er hat mich und meinen Sprenkler. Okay. Dann nehme ich mir mal die Zeit hier und fab die Base ein. So. Am Ende zählt es ja vielleicht auch. Ja, mal ab und zu so Revierkampf zu spielen. Kommt ganz gut. Ich bin eigentlich kein großer Fan von dem Modus. Sagt das, glaube ich, jedes Mal. Ich finde es einfach nicht so interessant, auch wenn es die Grundformel von Splatoon an sich ist. Ich finde es nicht so prickelnd, wenn ich halt weiß, dass es halt vier andere Modi gibt, die halt, ja, meines Erachtens viel mehr Spaß machen. Nur einfärben ist halt auf Dauer so ein bisschen einschläfernd. Ich weiß nicht, ich finde das halt auf Dauer ein bisschen langweilig. Aber gibt halt viele Leute, glaube ich, die genau das an Splatoon halt mögen. Ich bin nicht einer davon, aber ich bin halt meistens nicht so auf der Mainstream-Seite. Auf der Seite, wo die meisten Menschen halt sind. Aber gut. Ist halt immer, je nachdem, warte, geht das jetzt noch? Nee, das geht nicht mehr. Ist halt immer, ne, wenn man sich entscheiden muss und jeder nimmt was anderes, dann bleibt halt mehr für mich auf einer Seite, wer weiß. Beim Essen und so. Aber ich esse zu ziemlich alles. Ja, gutes Thema. Wir sind ja quasi wieder in meinem Essblattfest. Gibt es sowas, wo ihr sagt, auf gar keinen Fall esse ich das? Also irgendetwas, was ihr gar nicht mögt. Ich habe das an sich nicht, aber es gibt etwas, auf das ich gerne verzichten kann. Und das ist Linsensuppe. Ja, habe ich als Kind viel gekriegt. War sehr beliebt halt in der Familie und so. Aber mit der Zeit habe ich irgendwie das nicht mehr so gemocht. Es war immer so,
Es ist so speziell. Es ist nicht so meins. Ich finde es sogar ein bisschen bitter. To be honest. Ich fühle das einfach nicht so. Und wenn der jetzt hier hinkommt, ist er tot. Ja, natürlich schafft er es irgendwie, mich auch zu killen. Da hätte ich so gerne eine Killcam. Aber die kriegen wir nicht. Ja, ich würde sagen, Linsensuppe ist so das, worauf ich, ja, verzichten könnte. Nicht so, dass ich es halt nicht essen würde. Also wenn es jetzt die letzte Suppe auf Erden wäre, ja, dann würde ich es halt essen. Hab damit kein Problem. Aber ich mag es halt wirklich gar nicht so. Ich fühle es nicht. Ich fühle es wirklich nicht so. Ja, und bei Lieblingsgericht ist es halt immer mal sehr schwer. Also, ich esse sehr vieles. Also, verschiedene Länder und so, Varianten von Gerichten. Und ich muss sagen, es gibt eine Menge Nationen, die halt richtig geil kochen. Ich war auch mal so auf einem Riesencamp, wo so gefühlt die ganze Welt präsent war. Und da gab es so einen Tag, an dem halt jeder so ein Gericht aus der Heimat macht. Und oh mein Gott, war da Stuff dabei. Wirklich so geniale Sachen. Aber ich bin halt auch viel gereist vor Corona. Und ja, in Ländern wie Japan oder auch in den USA kann man halt richtig nice essen. Es muss ja nicht unbedingt gesund sein. Also auch fettiges Zeug wie Hamburger und so. Mag ich sehr gerne. Und da esse ich halt auch so ganz gerne so halt richtige Hamburger. Ne? Nicht die von McDonald's oder so, sondern die, die halt mit richtig geilem Fleisch so zubereitet sind und alles frische Zutaten beinhalten. Ja, 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 da bin ich auch ein großer Fan von. Ja, und natürlich Italien. Oh mein Gott, kann man da geil Pizza essen. Und im Allgemeinen, die Küche in Italien ist halt phänomenal. Insane gut. Ja, und von Frankreich muss ich gar nicht anfangen, oder? Das ist auch quasi egal, in welcher Region man ist. Man hat immer so geiles Essen. Am meisten feiere ich halt die Galettes, also diese Pfannkuchen mit diesem dunklen Mehl, wenn man es so nennen darf. Geil. Richtig geil. Das ist so ein bisschen wie eine Pizza bei denen. In der Bretagne. Ja, und damit haben wir den Sieg des Tages auch schon intus. Sehr gut. Dann spielen wir jetzt noch eine Runde. Ah, dann wird der Part aber ein bisschen kurz. Ah, ich pack einfach noch eine Herrschaft. Die müsste jetzt noch live sein. Noch dran und dann passt es. Dann passt es. Auch heute leider ein bisschen Verzögerung. Ich hoffe, dass das Video halt noch in einer angemessenen Zeit ankommt. Aber gut, ist Freitag. Wenn es dann um 9 Uhr kommt, sehe ich da eigentlich kein Problem. Aber ja, ich möchte doch immer so den Zeitplan zwischen 6 Uhr und 8 Uhr einhalten. Also, dass da halt immer Videos kommen. Ob jetzt Pokémon zuerst kommt oder Splatoon zuerst kommt, hängt halt immer vom Schneiden her ab oder ja, manchmal gibt es halt auch technische Probleme, hatte ich jetzt bei dem vorherigen Splatoon-Video war das, glaube ich. Da war das Schneiden so ein bisschen eine Pest, weil, keine Ahnung, PC war auf einmal einfach Blackscreen. Er war, also ich weiß nicht, er war an, aber irgendwie hat sich nichts mehr getan. Ich musste halt, ja, den Strom vom PC wegschließen. Ihn halt so Not ausschalten. Danach ging aber wieder alles. Keine Ahnung, woran das liegt. Ob das eine random Macke ist, ob das mal so vorkommen kann oder ob das schon Andeutungen sind auf ein böses Omen. Ich hoffe nicht, weil der PC ist noch nicht allzu neu. Allzu alt. Und ja, wäre sad, wenn der jetzt schon wieder am Ende wäre. Aber kann ich mir nicht vorstellen.
Bei meinem letzten PC war halt das Problem... Oh, Double Kill mit der Booyah-Bomb. Nice. Beim letzten PC war das Problem, dass es nicht mal an irgendeiner Komponente lag. Es war vielleicht auf dem Motherboard einfach ein kleiner Kondensator, der halt einfach kaputt war. Und deswegen eine ganze Fehlschaltung im PC stattfindet. Weil ich benutze immer noch die Grafikkarte von dem alten PC. Zu der Zeit, wo ich den halt gekauft habe, gab es halt quasi keine Grafikkarten mehr. Das hat sich aber jetzt ein bisschen gelegt, oder? Also mittlerweile kann man sich auch eine... Was ist das? 3070 oder so, ne? Gönnen. Ohne Probleme. Bin da nicht so bewandert drin. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, zu dem Zeitpunkt, wo ich eine haben wollte, gab es halt nirgends eine. Außer für horrend hohe Preise. Aber nee. Wenn dann meine alte, ich habe eine 970er verbaut, wenn die noch standhält, dann ist das halt okay. Also bei VR-Spielen und so merkt man halt deutliche Schwächen. Vielleicht könnte ich auch beim Video-Rendern noch ein bisschen gewinnen mit der neuen Grafikkarte, aber ich spiele die meisten PC-Spiele halt nicht auf höchster Auflösung. Und das meiste spiele ich halt auf der Switch. Von daher ist es nicht so wild. Ja, gut. Und jetzt geht's nochmal in eine Runde Herrschaft. Ach ja, übrigens, das habe ich jetzt in zwei Folgen schon immer vergessen zu erwähnen. Es ist mittlerweile bekannt, wo das 3-Farbkampf-Battle stattfindet. Auf welcher Map? Denn da kriegen wir eine andere als die Störwerft. Und ja, es gab schon mal eine andere, aber dieses Blattfest habe ich halt leider verpasst. Irgendwie. Was ich mir vergönnen. Hä? Moment, warum habe ich das verpasst? Weiß ich auch nicht mehr. Lel. Nee, aber die, Boah, jetzt hab ich den Namen vergessen. Dieses... ich erkläre euch das jetzt mal. Die Map, wo diese Glassäulen so runterhängen. Ich glaube, das hat irgendwas mit Museum? Oder irgendwie sowas zu tun. Jedenfalls die Map, ich blende sie jetzt ein. So, genau die Map. Ist verfügbar fürs Tricolor Battle. Es wurde auch schon gesagt, auf welchen Seiten man spawnt und so, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so relevant. Kann man sich ja denken, auf diesen Glasplatten, die man da halt so hat. Da drauf müsste normalerweise das Viererteam immer landen und die anderen haben halt die gewöhnlichen Spawns. Aber dann wisst ihr Bescheid. Bin mal gespannt, wie sich die Map so spielt. Finde nur ein bisschen schade, dass es halt immer nur diese eine Map ist. Hätte so zu gerne mal, dass man halt auch da so eine kleine Map-Rotation hat. Dass über dieses gesamte Splatfest halt... ja, drei Maps mal zur Verfügung stehen. Ich würde sagen, das macht das Splatfest weniger eintönig. Denn mit der Zeit ist es halt leider, ja, nicht so meins. Oh, Double Kill immerhin geholt. Zwei Leben bei uns noch. Das heißt, Herrschaft ist schon mal safe. So, jetzt noch schnell hier wieder unterstützen. Und dann klappt es. Ist bei der Herrschaft auch dieses Schild da oben? Ja. Dann hau ich da mal einen Sprinkler drauf, so. Der färbt dann immer so fies ein. Ich finde das gut. An was bin ich jetzt gestorben? Am Haifisch? Okay. Statt ich sei in diesem Unverwundbar-Mode. Aber dann ist dem nicht so. Boah, wir stecken gerade ein bisschen ein. Ja, die sind auch auf dem Weg zur Führung. Ist natürlich nicht so gut. Komm, ärger die ein bisschen mit dem Sprengler. Okay, die haben jetzt die Führung. Aufpassen, aufpassen. So, kurz schützen. Und hier wieder Überraschungsangriff. Ah, leider niemand gekriegt. Eingefärbt wurde auch nicht wirklich. Ah, da brauchen wir eine andere Ult. Haben wir noch irgendwas im Petto? Man sieht das übrigens auch auf dem Scoreboard, wenn die Waffen da so anfangen zu leuchten.
Dann weiß man, oh ja, der hat eine Ult. Aber nee, K.O.-Sieg für die Gegner. Schade, wir hatten sie in der Hand, haben es dann leider gefroht. Kann man nichts machen. Gut, Leute, dann sehe ich euch hoffentlich morgen beim Splatfest. Habt viel Spaß dabei. Und hoffentlich sehen wir uns auch auf Twitch. Bis dann und tschüss.